Hallo und willkommen zu Q3 Clothes, The Art of Gaming. Was steht groß auf der Packung? Business is War. Tja. Was soll man dazu sagen? Halt Syndikat. Auf jeden Fall ein affengeiles Spiel, meiner Meinung nach. Gut. Und auch hier gibt es einen Walkthrough, eine Komplettlösung. Das heißt, ich spiele es gleich wieder auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, hier schwer, und werde dazu die speziellen Objekte sammeln. Also es gibt Propaganda-Abzeichen, es gibt Personaldaten, die es zu finden gibt, und man muss den CEO-Status erreichen. Das ist das höchste, mit der höchsten Punktzahl. Man kriegt hier für jedes Level, das abgeschlossen wurde, eine bestimmte Punktzahl mit Hacken, mit Töten, mit Schaden und. Und darauf gibt es Punkte und das heißt CEO. Im Jahre 2017 führt die weltgrößte Firmenfusion aller Zeiten zur Schaffung von Eurocorp. Als erstes Unternehmen entwickelt Eurocorp ein biodigitales Implantat, den Dark Chip. Betrieben mit Adrenalin verschafft er den Benutzern ungeahnten Zugriff auf das Datenuniversum. Und das ist mal geil. Und macht damit alle digitalen Geräte überflüssig. Staaten verlieren ihre Bedeutung in einer von gigantischen Konzernen dominierten Welt. Die Weltbevölkerung steigt auf 15 Milliarden. 57% davon gechippt und mit ihrem Konzern verlinkt. Der Rest wird digital abgekoppelt. Vergessen und verdrängt. Industriespionage grassiert in nie dagewesenem Ausmaß. Verdeckte Agents dienen den Interessen ihrer Konzerne. Du bist einer dieser Auserwählten. Ein Agent. Na dann mal los, würde ich mal sagen, nicht? Syndikat. Los geht's mit Syndikat. Verstärkungszentrale. Leiter aufwecken ein. Lass das. Ich bin wach. Initialisiere. Okay. Zeit zum Aufwachen. Willkommen beim Chipsystem Dart 6.1. Jo. Hello. Hey. Bist du da drin? Und wie ich da drin bin. In die Fresse. So. Ruhe da. So. Alle Einheiten, das Ziel ist einsatzfähig. Dann legen wir mal los. Werde ich tun. Was ist denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung, was das eben war. Ja. Ich tue es nochmal. Gut, da ich ja so einen schönen Chip im Kopf habe, kann ich auch Gegenstände oder, nein, nicht Gegenstände, Maschinen hacken, die alle einen Chip besitzen, wie zum Beispiel dieses Schiff. So zum Beispiel. Und tschüss.
Empfehle brachiale Attacken. Ja. Auf geht's. Knickknack. Geil. Und er lebt noch. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. So. Okay, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also ich habe es mir wirklich zum Realize gekauft. Das ist erst letztes Jahr rausgekommen. 2012. Ist ja Hammer. Ja. Gut. Nicht wundern, wenn ich mich immer noch mal dreimal umschaue. Wie gesagt, ich habe es seit einem Jahr nicht mehr gezockt, aber ich möchte es trotzdem machen, dass ich euch alles wieder suche, alles finde und auch alles zeige. So, hier, das sind diese Personaldaten. Das ist schon mal Nummer 1. So, kurz zur Info. Unten rechts ist mein Dart-Display, das heißt, das tolle Ding. So ein bisschen so mit Adrenalin. Verlangsamt die Gegner. Das in der Mitte, das ist meine Energieanzeige und ist da dann ein Kreis noch drumherum. Das ist dann mein kleiner Schild. Ja, das kann ich alles upgraden. So, okay, los geht's mit Syndikat. Ah, hier ist schon erste Propaganda. Jene dort. Kann man immer nur mit dem Dart aktivieren. Auf. Eurocorp-Konsumenten können aufatmen. So, hier ist noch eins. Personaldaten. Nummer 2. Ich glaube, ich lasse das lieber mit zählen, dann komme ich sowieso noch durcheinander. Ausgang gesperrt. Lokales Stromnetz offline. Stromnetzregler in Umgebung gefunden. Hör doch auf. Los, los! Headshot. Und? Jawohl, gibt schön Punkte. Hauptstromnetz wiederhergestellt. Das Dart-Display markiert Feindposition. Genickbruch! Headshot! Hier war noch irgendwo einer. Hier ist er noch. Boom. So, das waren jetzt keine normalen Headshots, sondern das waren Nahkampfattacken. Jo. So. Hier geht schon los, weißt du? Gucke, ah nein. Naja, ist schwer. Habe ich mir ja so ausgesucht. Ist der immer noch am Leben? Ist ja. Kann ja wohl nicht sein. Naja, die hat's nicht so, die Waffe. Ist egal. Gib gleich was Besseres. Zeig dich. Boah, sogar erwischt. Ey, Headshot aus der Entfernung ist ja Hammer. Ah, ich muss immer mal gucken. Ob ich nicht hier. Oh yeah. Ob ich nicht hier noch irgendwas finde, wie Propaganda oder Personaldaten. So, was habe ich denn jetzt hier? Die Kusanagi. Die fetzt. Jawohl.
Aha, hier ist das nächste. Einfach Headshot! Und er lebt noch, ist ja krass. Guck dir das an! Ist ja crank. Nächste. Bleib in deinem Zimmer! Quatsch, hör doch auf! Boom! Er hat aber auch einen Bums. Ah ne, ist ein Zivilist. Also nicht wundern, die Kusanagi, die hat ein bisschen Durchschlagskraft. So kann ich auch ein bisschen, hallo, so kann ich auch durch dünne Wände schießen. Und schon hat sich das erledigt. Komm schon. Komm schon. Haha. Irgendwas? Nö. Nö. Okay. Nix da. Schön, dich wieder bei uns zu haben, Kilo. Nimm Platz. Security, leg los und säubert den Trainingsbereich. Setz dich, Kilo. Ich brauche deine Missionsstatistiken. Na klar doch. Die liebreizende Lily Drawl. Na dann, fummel mal an mir rum. Komm, nimm Platz. Ich brauche deine Statistiken. Subjekt ist sicher. Daten? Oh, hier schnellst du mich sogar ein, hier. Eigenartig. Moment, ich muss nur... Ungewöhnliche Aktivität. Das muss ich im Auge behalten. Okay, dieser Teil ist geheim. Aber laut Projektvorschrift... Was? Du willst mich über mein eigenes Projekt belehren? Raus! Frau mit Charakter. Du bist ausgesprochen wertvoll. Jeder will irgendwas von dir. Hör zu, Kilo. Wie wär's, wenn ich dir stattdessen was gebe? Hackt sie sich in meinem Kopf? Chip-of-Chip-Upgrades initialisiert. Hallo, Lily. Agent Merritt kennst du, oder? Schau an, schau an. Die berühmte Dr. Lily. Hallo, Jack. Merritt. Was für eine Überraschung. Ich möchte sehen, wie sich mein neues Wunderkind schlägt. Ich hatte meine Zweifel, aber ich muss sagen, Dart 6 sieht vielversprechend aus. Er wird die Chip-Industrie revolutionieren. Und dieser Bursche? Eine Überraschung nach der anderen. Aha, Kilo. Fass mich hin. Bist du einsatzbereit? Er war gut, aber ich muss noch Justierungen vornehmen. Zeit zum Justieren ist vorbei, Lily. Wir müssen Dart 6 massenhaft in alle Agents implementieren. Wir brauchen mehr Zeit, Jack. Wir sind noch nicht so weit. Den Eindruck habe ich nicht. Kilo hat bewiesen, dass Dart 6 funktioniert. Wenn ich nichts übersehen habe. Kilo. Eine Überraschung nach der anderen. Trotz des Hirntumorrisikos freiwillig als Prototyp angemeldet. Ein echtes Wunderkind.
Oder war es die Aussicht, den Kopf von der netten Dr. Drawl untersucht zu bekommen? Das auch. Ja, würde ich dir abnehmen. Was? Nichts, Dr. Drawl. Kilo. Lily ist nicht davon überzeugt, dass du einsatzbereit bist. Aber Merritt behauptet das Gegenteil. Und ich möchte herausfinden, ob er recht hat. Ich habe da einen Auftrag, der wie für dich gemalt ist. Es geht um Gary Chung, den Psychochefingenieur von Aspari. Sozusagen deren Lily. Abgesehen vom Aussehen. Meinen Quellen zufolge arbeitet er an etwas, das Dart 6 einen Tick zu sehr ähnelt. Einwandfreier Patentverstoß. Sogar noch schlimmer. Wir vermuten, dass jemand auf unserer Seite Daten leakt. Wir haben einen Leck. Ratte. Spion. Ganz unmöglich. Tja, und wenn die ihre Agents vor uns chippen, dann haben sie die Nase vorn. Aber das lasse ich nicht zu. Ich will dieser Sache ein Ende bereiten. Alles ist bereit. Wir brechen heute Abend auf. Du und ich. Das gefällt mir nicht, Jack. Kilo ist nicht stabil. Er könnte Fehlfunktionen haben. Eurocorp steht für perfekte Sicherheit, Lily. Das solltest du wissen. Kilo, geh mit Merritt zu Aspari und erledige dieses Chunk-Problem für mich. Wir stehen vor einem gewaltigen Durchbruch. Vermasseln wir es nicht. Wir haben einen Aspari-Copter bekommen. Er wartet auf dem Dach auf uns. Na los, zeig mir, wie toll du bist. Datenzugriff wiederhergestellt. Nächster Halt ist Barry South, Stadt der Engel. Hat dir sicher gefallen. Und das war auch schon der Weckruf. Sozusagen ein kleines Tutorial. Und CEO-Status, na, das will ich doch meinen. Sehr gut. Ja, hier laufen nochmal die ganzen Statistiken durch. Ist ja klar, dass jetzt alles grün ist. Ist ja das erste Mal, dass ich das jetzt wieder zocke. Jo. Okay, wir sehen uns dann im zweiten Teil, wenn es heißt Aspari, Carrie Chan, Chip, Kopfsuppe. Okay, bis denn dann, Q3 Cloud.